Ich schaue jetzt am Anfang von dem Video bewusst etwas verwirrt rein, weil habe ich denselben Nightmare in a Damaged Brain gesehen wie einige andere, diesen Kultfilm, diesen beschlagnahmten Splatter-Klassiker, von dem damals auf VHS eine um 12 Minuten gekürzte Fassung nicht veröffentlicht wurde, weil auch der die Beschlagnahmung gedroht hat? Irgendwie kann ich das Ganze nicht so ganz nachvollziehen, weil auch wenn der Film die ein oder andere heftige Szene hat, wo wir dann etwas später noch darauf zurückkommen, ist der Film, ganz kurz zusammengefasst, eigentlich eine Light-Version von Maniac. Und wer mein Lang-Review zu Maniac nicht gesehen hat, ganz kurz zusammengefasst, für mich zählt William Lustigs Maniac zu den besten Psychothrillern und Serienkillerfilmen aller Zeiten. Joe Spinell liefert eine grandiose Leistung ab und schafft es, den Film auf eine derartige Ebene zu tragen, dass er von der ersten bis zur letzten Minute an packend, spannend, intensiv und roh ist, dass die brutalen Kills die Story eigentlich perfekt unterstützen und dass man als Zuschauer in die Atmosphäre des Films wirklich aufgesaugt und nicht mehr losgelassen wird. Eine wirklich intensive Filmerfahrung. Und da schreiben dann einige Leute Nightmare in a Damaged Brain auf dieselbe Stufe. Meiner Meinung nach ist der Film in Wirklichkeit nichts anderes als eine Light-Version von Maniac. Während Maniac zwar von Joe Spinell großartig getragen wurde, kann man natürlich sagen, dass viele andere Faktoren wie William Lustigs Regie, das Drehbuch, die Filmmusik und natürlich auch die Effekte von Tom Savini bei dem Erfolg von dem Film natürlich ihren Anteil auch geleistet haben. Und Nightmare on a Damaged Brain ist für mich als Charakterstudie eines Serienkillers, als generell Psychothriller oder Serienkiller-Thriller viel zu wenig. Der Hauptdarsteller liefert meiner Meinung nach auch eine gute Performance ab, hat aber, finde ich, viel zu wenig Material, mit dem er wirklich arbeiten kann. Der Film hat einige interessante Ansätze in Sachen seiner Erzählebenen, seiner Zeitschiene, aber leidet dann für mich über weite Strecken daran, dass er viel zu viele Füllszenen hat, viel zu viel Leerlauf hat und dass der Film eigentlich, wenn ich es jetzt brutal zusammenfassen muss, stinklangweilig ist. Es passiert in Nightmare in a Damaged Brain über weite Strecken einfach gar nichts. Wir haben viel zu viel Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, dass wir eigentlich das Porträt eines Serienkillers sehen, Henry Reference Check, der aber null detailliert präsentiert wird. Wir wissen nicht, in welchem Ausmaß er an welchen Krankheiten leidet, welche Symptome es gibt, warum er eigentlich plötzlich einfach freigelassen, aber nicht kontrolliert wird, wieso er einfach verloren gehen und sein blutiges Treiben weiterführen kann. Der Film erklärt auf dieser Ebene eigentlich gar nichts. Wir haben einen Charakter, ja, der ist krank, das ist ein Soziopath und dann macht er quasi den weiteren Verlauf des Films über soziopathische Dinge. Weniger davon, weil die meiste Zeit des Films über ist ziemlich von Füllszenen überfüllt. Ich muss zugeben, der Film ist teilweise über Strecken von 30 Minuten am Stück einfach nur langweilig und es gibt eine Szene, die ich an der Stelle spoilern muss, um das zu untermalen. Wer wirklich null Spoiler zu dem Film haben möchte, der müsste dann das Video vorher beenden. Dem kann ich allerdings nur auf den Weg geben, du wirst mit dem Spoiler nicht wahnsinnig viel verpassen, weil empfehlen kann ich Nightmare in a Damaged Brain so oder so nicht. Wir haben eine relativ lange Szene, in der ein Kind so tut, als wäre er erstochen worden. Die Szene wird dermaßen in die Länge gezogen, um das Publikum quasi forciert und erzwungen, irgendwie zu schockieren, nur damit dann im Endeffekt wieder rauskommt, haha, Fake-Out. Und das Ganze passiert in dem Film aber nicht nur einmal. Das Kind übernimmt dann über weite Strecken die Handlung des Films und ein großer Teil von Nightmare in a Damaged Brain ist getrieben von diesen Streichen und Kleinigkeiten, die eben dieses Kind tut, diese billigen Halloween-Tricks, die aber auf keinen Fall ausreichend sind, um einen Horrorfilm irgendwie ansatzweise interessant zu machen. Nightmare in a Damaged Brain kann null Atmosphäre, null Spannung aufbauen und hat zwar den ein oder anderen Splatter-Effekt, der möglicherweise auch in der heutigen Zeit noch als sehenswert zu bezeichnen ist, der Skandal und das Damdam, das um den Film herum gemacht wurde, kann ich aber überhaupt zu keiner Sekunde nachvollziehen. Da gibt es im Horrorbereich wirklich wesentlich
härtere Filme, die wesentlich weniger intensiven Ruf dafür genießen, aus welchem Grund auch immer. Nightmare in a Damaged Brain hat meiner Meinung nach vielleicht damals auf Video aus Gründen für Furore gesorgt, hat aber eigentlich in der aktuellen Horrorszene keinerlei Daseinsberechtigung mehr. Es gibt alleine von Henry, Portrait of a Serial Killer, bis zu Maniac, bis hin zu 100.000 anderen Filmen viel, viel bessere Genreproduktionen, wo auch die Protagonisten besser beleuchtet sind, wo wir Motive und Handlungen ansatzweise nachvollziehen können, oder aber auch Filme, die einfach nur Slasher sind und den Zuschauer auf diese Art und Weise unterhalten. Nightmare in a Damaged Brain will das einerseits sein, allerdings hatte ich über weite Strecken irgendwie auch durch die verschobenen Zeitebenen und so weiter das Gefühl, man hatte die Idee für einen guten Kurzfilm und hat das dann das ganze Konzept dann einfach nur aufgeblasen auf Spielfilmlänge, hat viele Elemente hinzugefügt, die der Film einfach nicht gebraucht hätte und hat es damit geschafft, für mich einen der langweiligsten Kultfilme zu machen, die ich jemals gesehen habe und wo ich auf jeden Fall den Kultfaktor nicht nachvollziehen kann.